Bevor es losgeht, lass doch ein Like da. Und wenn du neu bist, Abo und Glocke nicht vergessen. Und jetzt viel Spaß. Der seltsame Vorfall im Hause Garcia. Eine Creepypasta von The Dark Antichrist. Schon allein durch die Tatsache, dass ich seit fast 20 Minuten Fahrt kein einziges Haus mehr gesehen habe, hatte ich das Gefühl, dass dies kein schöner Besuch werden würde. Aber als ich den von braunem Laub übersäten Feldweg verließ und in die schmutzige, eher abschreckende als einladende Einfahrt einbog, verwandelte sich meine böse Vorahnung augenblicklich in eine grauenerregende Gewissheit. Das gewaltige Anwesen tauchte wie ein Geist vor mir aus dem Nebel auf, und ich spürte, wie sich meine Nackenhaare aufzurichten begannen. Ein kalter Schauer überkam mich bei dem Anblick jenes Gebäudes, in welchem ich meine frühe Kindheit verbracht hatte. Es sah so unglaublich verändert aus. So düster und bedrohlich. Als kleines Mädchen habe ich jedes Wochenende bei Großmutter verbracht, und ich kann mich genau daran erinnern, dass es jedes Mal ein unbeschreiblich schönes Erlebnis war. Doch von all der Schönheit, die einst dieses großartige Anwesen erfüllte, war nun nichts mehr vorhanden. Es war, als wäre sowohl das Gebäude als auch seine umliegende Umgebung von einer dicken Staubschicht überzogen worden, die den einstigen Glanz hatte verblassen lassen. Mir war ganz komisch zumute, und mich überkam ein wachsendes Unwohlsein, als ich an der großen Eingangstür, die mehr einem Scheunentor als einer Haustür ähnelte, klopfte und ein alter, grimmig dreinblickender Mann mir öffnete. »Guten Abend, Mademoiselle.« »Guten Abend, Monsieur«, entgegnete ich schüchtern. »Mein Name ist Bella Garcia. Ich bin hier, um meine Großmutter einen Besuch abzustatten.« »Die Herrin des Hauses befindet sich im oberen Schlafgemach. Ich nehme an, Sie wurden über das Geschehene bereits aufgeklärt.« Der schon fast auf die Knochen abgemagerte und leichenblasse Mann verzog keine Miene. Völlig ausdruckslos schien er mit seinen glasigen Augen an mir vorbeizustarren und keinen einzigen seiner Muskeln zu rühren. Er trug eine schwarze Butler-Uniform und balancierte eine große Hornbrille auf seiner unnatürlich großen Nase. Seine grauen Haare waren fast vollständig ausgefallen, und die, die sich noch auf seinem ansonsten kahlen Haupt befanden, waren unordentlich zur Seite gekämmt worden. »Selbstverständlich wurde ich informiert. Eben aus diesem Grund suche ich sie auf.« Der Grund für meinen Besuch lag in einem plötzlichen und völlig überraschenden Koma begründet, in welches meine Großmutter vor kurzem gefallen war. Ich habe sie nicht mehr besucht, seit ich und meine Mutter das Land im Jahre 1975 verlassen hatten, da sie sich irgendwann schrecklich mit meiner Großmutter gestritten hatte. Ich selbst habe nie erfahren, worum es in jenem Streit ging, aber jetzt, da ich das Elternhaus verlassen und zudem noch einen Platz an der Pariser Ballettschule ergattert hatte, konnte ich meiner geliebten Großmutter endlich wieder einen Besuch abstatten, auch wenn sie von meinem Abstecher vermutlich wenig mitbekommen würde. »Bitte folgen Sie mir. Ich werde Sie zu der Herrin hinaufgeleiten.« Meine Großmutter war wahrlich eine Dame der alten Schule. Dieses Gemäuer schrie förmlich das Wort Adel aus allen Ritzen, und das trotz seines hohen Alters, wo ich gerade über das hohe Alter nachdachte. Wie alt war meine Großmutter eigentlich?
Erst jetzt fiel mir auf, dass Mutter in meiner Gegenwart nie einen Geburtstag oder ähnliches erwähnte. Keinen Anhaltspunkt, den ich hätte entnehmen können, wie viele Jahre meine Großmutter auf dem Buckel trug. Die Tür zum Schlafgemach öffnete sich mit einem grässlichen Knarren und ich kam mir vor wie in einem Geisterfilm. Im hinteren Teil des Raumes konnte ich nur ein einziges, verdrecktes Fenster erkennen. Kein einziger Lichtstrahl schien durch das Glas. Der Raum war beinahe vollkommen in eine unheimliche Düsternis gehüllt. Weiter mittig im Raum stand ein großes, von Staub überzogenes Himmelbett. Lange, graue Gardinen umhüllten die Stelle, an welcher meine Großmutter liegen musste. Als ich näher kam, hörte ich schwere Atemgeräusche, welche vermutlich von einem Sauerstoffgerät stammten. Vorsichtig zog ich eine der Gardinen zur Seite und musste plötzlich einen Schrei zurückhalten. Die Frau, die dort vor mir lag, hatte rein gar nichts mehr mit der Frau gemeinsam, die mir damals solch eine wundervolle Kindheit beschert hatte. Nein, die Frau, die dort vor mir lag, war mehr tot als lebendig. Ein mit Haut überzogenes Skelett, wenn man so will. Ihre grauen Haare waren teilweise ausgefallen, ihre Falten glichen vielmehr tiefen Rissen und sie war so sehr abgemagert, dass es so wirkte, als wären ihre hervorstehenden Knochen kurz davor die dünne, aschfahle Haut zu durchbohren. Wie lange befindet sie sich schon in diesem Zustand?« fragte ich mit einem deutlichen Stottern in der Stimme. Die Herrin begann bereits 4 Monate vor ihrem Koma damit, drastisch an Gewicht zu verlieren. Die Ärzte versuchten, sie künstlich zu ernähren, doch die Prozedur blieb wirkungslos. Vor genau 3 Tagen schwanden ihr dann die Sinne, und seitdem ist sie das traurige Häufchen Elend, das nun vor ihnen liegt. Der Arzt hat versucht, sie weiterhin künstlich zu ernähren, doch auch in diesem Zustand zeugte das Vorhaben nicht von Erfolg. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir alle nur noch darauf warten, dass Gevatter Tod die Schwelle dieses Hauses überschreitet und die Herrin von ihrem schrecklichen Leid erlöst. Laut des Arztes könnte dies bereits heute Nacht geschehen. Vorsichtig strich ich meiner Großmutter über die knochige Wange und ich konnte eine heiße Träne nicht zurückhalten. In diesem Fall werde ich heute Nacht bei ihr bleiben. Morgen werde ich wieder abreisen müssen und wenn es wahr ist, was sie sagen, so wird dies mein letzter Besuch sein und ich möchte jede Sekunde davon mit meiner geliebten Großmutter verbringen. Ich bin mir sicher, sie würde sich freuen, diese Worte von Ihnen zu hören. Wünschen Sie vielleicht etwas, Mademoiselle? Einen Tee oder ein Glas Wasser? Wir haben auch frisches Gebäck im Haus, wenn Ihnen der Sinn danach stehen sollte. Dankend lehnte ich ab und setzte mich auf einen kleinen Hocker, der sich direkt neben dem Bett befand. Die schweren Zeiger der großen Wanduhr waren abgebrochen, doch ein kurz darauf folgendes Läuten von dieser kündigte mir an, dass es bereits 9 Uhr war. Von draußen drangen die unheimlichen Rufe von Eulen an mein Ohr. Und ein geisterhafter Wind rüttelte an den Fensterläden und zog wie ein eiskalter Hauch durch die schmalen Ritzen im Gestein, wodurch der ohnehin schon vor Kälte erfüllte Raum noch eisigeren Temperaturen ausgesetzt war. Um mich ein wenig von der Kälte abzulenken, ließ ich meinen Blick an den zahlreichen Gemälden und Bildern entlang gleiten, die an den Wänden aufgehangen waren. Die meisten von ihnen waren schwarz-weiß, was aber daran hätte liegen können, dass sie in all den Jahren wie meine einst so wunderschöne Großmutter ausgeblichen waren und wie das Anwesen ihren einstigen Glanz verloren haben. Abgebildet waren hauptsächlich das Anwesen und im Vordergrund mehrere Familienmitglieder. Ich konnte die Gesichter in der Dunkelheit nur schwer erkennen, aber ich meine unter all den Gesichtern meine Mutter zu erkennen.
Sie trug jenes Kleid, das ich später zu meinem Abschlussball getragen hatte. Ich fand es immer so schön. Um den Hals trug Mutter zudem eine güldene Kette, an deren Ende ein blutroter Rubin hing. Auf dem Bild konnte man die Farbe natürlich nicht erkennen, doch ich erkannte die Form wieder, da ich früher immer Mutters alte Schmuckschatulle durchstöberte und mir all die feinen Klunker umgehängt habe, um wie eine Prinzessin auszusehen. Hinter meiner Mutter stand Großmutter, edel und glamourös, wie ich sie in Erinnerung hatte. Auf ihren Lippen zeichnete sich ein fröhliches Lächeln ab, und ihre Arme umschlangen glücklich den Oberkörper von Mutter, welche auch überglücklich in die Kamera blickte. Plötzlich schlug ich die Augen auf. Verwundert sah ich mich um und erkannte, dass ich wieder auf genau dem Hocker saß, welchen ich neben dem Bett platziert hatte. Wann bitte war ich denn eingeschlafen? Selbstverständlich verspürte ich nach der langen Reise eine gewisse Müdigkeit. Doch diese war, weiß Gott, nicht so groß, dass ich einfach so in solch einen tiefen Schlummer gesunken wäre. Etwas irritiert sah ich hinüber zu der großen Wanduhr, doch noch im selben Moment erinnerte ich mich an die abgebrochenen Zeiger. Großmutters schweres Atmen war das Einzige, was die bedrohliche Stille durchbrach und mir das Gefühl gab, nicht völlig alleine in diesem grässlichen Gemäuer zu sein. Seichtes Mondlicht fiel nun durch das dreckige Glas des Fensters und erhellte den ansonsten pechschwarzen Raum zumindest ein kleines bisschen. Mein Blick fiel wieder auf die Fotografien an der Wand, und erst jetzt fiel mir auf, dass die Bilder chronologisch angeordnet waren. Jenes Bild, welches ich betrachtete, bevor mich überraschend der Schlaf übermannte, war von 1967, 2 Jahre bevor ich geboren wurde. Das nächste Bild stammte aus dem Jahre 1970. Und nun war ich auch auf dem Foto zu sehen. Meine Mutter hatte zwar diesmal ein anderes Kleid an, doch den roten Rubin trug sie noch immer um den Hals. Großmutter hielt mich mit einem breiten Lächeln im Gesicht auf dem Arm und ich gluckste fröhlich und lachte herzensfroh in die Kamera. Das folgende Bild war von 1972 und zeigte Großmutter, Mutter, mich und Vater. Erst erschien es mir merkwürdig, dass er erst hier auf einem der Bilder zu sehen war. Doch Mutter erzählte mir einst, dass Großmutter ihn zu Anfang nicht sehr gemocht hatte. Nein, eigentlich waren ihre Worte: Wenn ich sagen würde, sie hätte ihn gehasst, so wäre dies noch im höchsten Maß untertrieben. Auch stand er ganz rechts und sie ganz links im Bild. Aber immerhin schienen sie ihre Differenzen zumindest für dieses Foto aus der Welt geschafft zu haben. Denn auch hier lächelten sie alle über das ganze Gesicht. Und ich konnte mittlerweile schon alleine stehen und sah lachend zu Großmutter empor, die meinen Blick fröhlich erwiderte. Ich wollte das nächste Bild ansehen, doch als ich es von der Wand nahm, entglitt es meinen von der Kälte ganz zittrigen Händen und fiel zu Boden. Plötzlich fuhr ich hoch und starrte erschrocken in die glasigen Augen des Butlers, der vor mir stand, immer noch seine Dienstbekleidung trug und fragend seinen Kopf geneigt hielt. »Geht es Ihnen nicht gut, Mademoiselle?« »Wie? Ich war schon wieder eingeschlafen. Doch wie um alles in der Welt war dies in einer solch schnellen Zeit möglich, wo ich doch wahrlich nicht sehr müde war? Andererseits, inzwischen fühlte ich mich doch etwas schläfrig.« »Ja, danke. Mir geht es gut. Ich hatte wohl nur einen Albtraum.« Der ausdruckslose Blick des Mannes wurde plötzlich bitter ernst. »Seien Sie auf der Hut, Mademoiselle. Nicht, dass Sie so enden wie Ihre arme Mutter.« »Wie bitte? Wovon sprechen Sie?« »Sie können sich vielleicht nicht mehr entsinnen, doch ich war bereits in diesem Anwesen tätig, als Sie und Ihre Frau Mutter uns jedes Wochenende mit Ihrer Anwesenheit beehrten. Die Herrin war immer ganz aufgeregt, wenn Sie kamen. Und auch Sie waren als kleines Mädchen immer ganz erpicht darauf, Ihre Großmutter wiederzusehen. Doch ihre Mutter wurde einige Zeit, bevor sie dieses Land verließ, von schrecklichen Albträumen heimgesucht. Ich konnte es mir nie erklären, doch irgendwie hatte ich in den Monaten vor ihrem letzten Besuch
Das Gefühl, dass sie sich geradezu davor fürchtete, dieses Gebäude zu betreten. Irgendetwas muss ihr furchtbare Angst eingejagt haben. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, verließ er den Raum. Und als er sich ein letztes Mal zu mir umdrehte und mit seinen glasigen Augen an mir vorbeistarrte, erkannte ich, dass er keine Brille mehr trug.